Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, damit, bis jetzt kann man nichts kapieren hier, ne? Das entscheidende Wort kommt jetzt, nämlich damit eine Schulung. Aha, Voraussetzung, damit eine Schulung im Betrieb, jetzt ahnen Sie wahrscheinlich schon, was jetzt noch kommt, umgesetzt wird. Auch hier lohnt es sich, ein paar Sekunden zu verweilen, um die Frage richtig zu verstehen. Da gehen also Mitarbeiter auf eine Schulung. Und jetzt wird gefragt nach den Voraussetzungen, die da sein müssen, damit das, was die Mitarbeiter gelernt haben, im Betrieb auch umgesetzt wird. Voraussetzungen für die Umsetzung von Schulung im Betrieb. Das sind die Schlüsselworte. So, und wenn wir das jetzt mal hier auf die Art und Weise auch visuell verknüpfen, Voraussetzungen für die Umsetzung, dann können wir sagen, zunächst mal muss die Schulung Praxisbezug haben, sonst kann man nichts umsetzen. Ja? Also der Inhalt der Schulung ist natürlich sehr wichtig. Dann muss da sein ein individueller Lernerfolg. Oder man kann auch sagen, ein Erfolgserlebnis muss da sein, sonst hat auch keiner irgendeine Motivation, da was umzusetzen. Motivation muss da sein. Es muss aber auch Umsetzungsbereitschaft, ich fasse das mal zusammen, Motivation, machen wir es so, Umsetzungsbereitschaft muss da sein. Motivation und Umsetzungsbereitschaft. Dann, ganz wichtig, Aufgeschlossenheit des oder der Vorgesetzten. Des Vorgesetzten. Wenn der sagt, na Meier, sind Sie von Schulung endlich zurück, haben sich gut erholt, sehen Sie mal zu, dass Sie Ihren Schreibtisch trocken legen, dann ist das nicht gerade das, was man Aufgeschlossenheit nennt. Und dann betriebliche Gegebenheiten. Generelle Unternehmensphilosophie. Es gibt Unternehmen, die sich als lernendes Unternehmen definieren. Da sind die Voraussetzungen natürlich anderer als bei einer starren Behörde. Ja, das meint hier betriebliche Gegebenheiten, Betriebsphilosophie, Alter der Führungsriege nicht unbedingt, aber teilweise korreliert eben das Alter mit Aufgeschlossenheit gegenüber neuen Dingen. Ältere Menschen sind teilweise, ich muss jetzt sehr vorsichtig formulieren, weil das nicht immer so stimmt, ältere Menschen sind teilweise Neuerungen nicht so aufgeschlossen gegenüber wie jüngere Menschen. Aber es gibt auch jüngere Menschen, die erschreckend borniert sind. Also man kann nicht immer sagen, hier junge Führungsriege, aber Sie wissen, was ich meine hier. Ja, auch hier Aufgeschlossenheit der Leute ganz oben. Handelt es sich um eine lernende Organisation zum Beispiel? In welcher Branche ist das Unternehmen tätig? Wenn es sich hier um Software handelt und so weiter, dann muss dazu gelernt werden. Das geht gar nicht anders. Ja, also die Branche, die Unternehmensphilosophie und so weiter, das meint betriebliche Gegebenheiten. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.